leg mal los. Siehst du was? Verlierer! Cortana, die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch um. Tut mir leid, diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, Ma'am. Startet eine Gondel von den Türmen da. Überraschung, sie ist voll mit Allianztruppen. Ich hab's schlimm erwischt.
eine Fahrgelegenheit bringen. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Okay, wie sieht's aus? Ich bin okay. Das war wirklich leicht. Dieses ganze Starren und Keuchen zieht bei mir nicht. Sir, direkt hinter Ihnen. Bleimangel leiden. Verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Volle Kabine, kommt hoch!
Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Zur Stelle, Sir. Hintern gemacht, Sir? Da ist es nicht. Da heißt es, ich sei eingebildet. Zerschmetterte er den Dämon.